Ritter Kurz, Brautfahrt. Der Ritter Kurz sprang auf sein Pferd. Zur Trauung wollte er reiten und gründen sich in eichnen Herd bei süßen Ehefreuden. Doch unterwegs im finstern Wald, da kam sein Feind geritten und mit 2 Stunden Aufenthalt haben die sich rumgestritten. Bis endlich bei der Geilerei der Ritter Kurz tat siechen, den Gegner haut er fast zu Brei, hernachens ließ er'n liechen. Dann gab er wieder'n Ross zu Sporen und flog zu holder Minne. Da rief was aus'n Haare dann: Psst, hey, mir wohn hier hinne. Was denkt denn wohl, wer das dat sind? Sei frierer Schatz, de Liese. Die hauste mit ihren Seichling drin im Freiluftparadiese. Natürlich musst als Kavalier der Ritter Kurz ein bisschen verweilen jetzt bei den Beten hier. Es gab manches saftige Gisschen. Doch schließlich dachte er an die Braut und stieg aufs Pferd behende. Die Liese rief nach noch laut: Denk an die Alimente! Und als er ritt zum Tore rein, war Jahrmachtsrummel gerade. Schnell kauft er für die Braut was ein, besonders Schokolade. Da kam sein Gleibscher Theodor, der brüllte: Halt, mein Guter, ich schoss dir doch 10 Taler vor. Jetzt zahlst du die, du Luder. Der Ritter sprach: Das kann ich nicht. Der andere rief die Wache, die hatte Kurz schon auf'n Strich und machte Kurz die Sache. So durfte statt ins Hochzeitsbett ins Kitchen-Gurtchen wandern. Die Braut fand sowas gar nicht nett und nahm vor Wut 'n andern.